Hey Sweet People, wie geht es euch? Ich hoffe, ihr hattet eine fantastische Woche soweit. Es ist Freitag, das heißt, es wird wieder Zeit für ein bisschen was Süßes zum Wochenende. Deswegen schaltet ihr ein in den Sweet Spot Podcast Snack. Heute will ich euch einen kleinen Denkanstoß zum Thema Kreativität und Kreativprozesse mitgeben. Zum Grübeln, zum Nachdenken, zum Ausprobieren am Wochenende. Und zwar nehmen wir uns heute dem altbekannten Sprichwort an: Good Artists copy great artists steal. Also zu Deutsch: gute Künstler kopieren großartige Künstler stehlen. Was das mit Imitation und Inspiration zu tun hat und wie ihr das anwenden könnt, das hört ihr jetzt. Was Süßes für zwischendurch. Der Sweet Spot Snack. Im Podcast am Mittwoch hatte ich einen tollen Gast, den Medien- und Kulturwissenschaftler Professor Dr. Markus S. Kleiner. Er unterrichtet junge, angehende Medienmacher, Kreative, und wir haben unter anderem auch über Kreativprozesse gesprochen. Und er hat ein schönes Zitat gedroppt, besser gesagt einen ganzen Rant über klassische Kreativlehrbücher. Und ich will ihn zitieren mit dem Satz: alle Lehrbücher in die Tonne. Was er damit meint, ist, dass der Kreativprozess, wenn man ihn an Kreativtechniken und Lehrbüchern bindet, natürlich so eine Art Malen nach Zahlen ist, wie er das so schön sagt. Und er bringt als Beispiel, dass ihn zum Beispiel Kant inspiriert hat. Er ist immer dafür, dass man sich öffnen muss für neue Dinge, neue Erlebnisse, neue Prozesse und dann sieht, was machen die mit einem. Er hat schöne Beispiele dafür gegeben, wie er mit seinen Studierenden rausgeht, entweder in die Landschaft oder nachts Präsentationen macht oder den Rausch nutzt als Kreativtechnik. Und ich habe drüber nachgedacht im Nachgang an unser Gespräch, und das stimmt. Also der Markt für Unternehmerinnen, für Startup-Gründerinnen, für angehende Designerinnen ist überschwemmt mit Büchern, Apps, Methoden oder Tipps für Kreativtechniken. Und das ist erstmal legitim, sich die anzuschauen. Aber die Frage dahinter ist eigentlich: woher kommt Inspiration? Und wie kann ich meinen eigenen Prozess finden, ohne den von anderen einfach nur zu kopieren? Und woher Inspiration kommt, ist natürlich völlig frei. Ihr könnt euch von gutem Essen inspirieren lassen, wie dort mit Farben, mit Geschmäckern, mit Aromen umgegangen wird und kombiniert wird. Vielleicht inspiriert euch auch Musik, wie mich das tut. Wir hatten schon mal in einem Snack dazu gesprochen, wie würde eure Marke klingen, welche Instrumente, welche Tonart würdet ihr wählen, wäre es ein epochales, orchestrales Meisterwerk, wäre es ein kurzer Track, wäre es ein Dance-Track. All diese Vergleiche, ob es aus Kunst ist, Tanz, Film, Musik, egal woher, die machen natürlich neue Welten auf und die ermöglichen euch einen eigenen Zugang zu euren Themen und zu eurem kreativen Prozess. Und wenn man darüber spricht, kommt man immer wieder zu diesem Zitat: Good Artists copy, great artists steal. Wir wollen uns diesen Satz mal ein bisschen genauer anschauen, weil er begegnet mir immer wieder auf Blogs, auf Websites, im Gespräch über Kreativität, und oft wird er nicht richtig verstanden oder sogar ironisch eingesetzt für tatsächlich geklaute Sachen. Dieses Zitat hat eine lange Geschichte. Es ist nicht so ganz klar, woher es kommt, wer das so prägnant gesagt hat. Man weiß, dass der Komponist Igor Strawinsky schon mal gesagt haben soll: ein guter Komponist imitiert nicht, sondern er stiehlt. Der Autor Faulkner hat es so formuliert, dass unreife Künstler kopieren würden und große Künstler eben stehlen. Und wie so oft hat Steve Jobs am einfachsten und prägnantesten gesagt. Und er hat eben genau dieses Zitat geprägt: gute Künstler kopieren, große Künstler stehlen. Und dieses Zitat inspiriert regelmäßig kreative Designerinnen, Denker, eigentlich jeden, der sich mit Kreativität und vielleicht auch Kreativmethoden auseinandersetzt, ist da schon mal drüber gestolpert. Aber was heißt denn jetzt dieses Zitat in der Praxis? Wie kann man es denn jetzt wirklich umsetzen? Die Kopie ist ziemlich klar. Eine Kopie ist eine 1:1 Nachfertigung, etwas Nachmachen von etwas Existierendem. Das heißt, da ist der kreative Prozess, die Schöpfungshöhe nicht besonders hoch. Vielleicht geht es da dann noch um Handwerk oder um handwerkliche Kniffe in dem Kopieren sozusagen, aber es ist keine Schöpfungshöhe da. Es ist nicht wirklich etwas Neues und Nützliches, was Kreativität und gerade im Design oder unternehmerischen Prozess natürlich ausmacht. Dieses Stehlen in dem Zitat meint, dass man sich etwas zu eigen macht, dass man sich etwas aneignet und dann daraus etwas Eigenes kreiert. Oder, wie ich eingangs schon erwähnt habe, der Unterschied zwischen der Kopie und dem Stehlen ist der Unterschied zwischen der Imitation und der Inspiration. Und lasst mich euch zwei Beispiele geben, die das sehr erfolgreich machen aus dem Entertainment-Sektor. Wir könnten sagen, König der Löwen ist
gestohlen. Und zwar die kinderfreundliche Version von Hamlet. Oder wir könnten sagen, die West Side Story ist gestohlen oder ist ein Romeo und Julia Remix sozusagen. Und diese beiden Beispiele machen eigentlich ganz gut klar, was Imitation oder Inspiration bedeuten kann. Diese Filme, diese neuen Filme sind keineswegs Kopien der alten, sondern die sind inspiriert von Leitmotiven, von Dramaturgie, von einem Aufbau, von einer Botschaft dahinter, die dann neu übersetzt wurde für ein neues Publikum, mit neuen Techniken, mit neuen Animationsstilen, mit einem anderen Ton für eine andere Zielgruppe. Das heißt, es gibt einen Unterschied zwischen Inspiration und Imitation, aber auch zwischen der Inspiration und bewährten Verfahren oder eben Mustern. Und jeder, der kreativ arbeitet, kennt das sicher im Prozess des Lernens. Man fängt natürlich an mit den Kopien, aber man muss dahinter die Muster und die Techniken erkennen. Und es ist eben keine Kopie, wenn man in den Kunstwerken großer Meister zum Beispiel erkennt, wie die mit Perspektive in Gemälden gearbeitet haben. Es ist auch kein Kopieren, wenn ich erkenne, dass hinter bestimmten dramatischen Werken oder sogar hinter einzelnen Werbespots die Heldenreise steht, über die wir hier auch schon mal gesprochen haben im Deep Dive zum Thema Storytelling. Die Heldenreise von Campbell ist ein mehrschrittiger Prozess, um für dein Drehbuch, für ein Buch oder für eine Story, die ihr entwickeln wollt, einen Plot zu kreieren. Und gerade wenn man Junges, als junger Kreativer, als junge Kreative oder wenn man noch nicht geübt ist darin, fühlt man sich natürlich oft unter Druck gesetzt, irgendwas völlig Neues erfinden zu müssen. Und dann wird es experimentell und dieses Experimentieren ist auch extrem wichtig. Aber wenn wir ehrlich sind, die wenigsten von uns schauen sich gern Experimentalfilme oder experimentelle Kunst an. Denn Experimente sind für die Kreativen selbst da, sich das anzueignen, was man sieht. Am Anfang durchs Kopieren, durch das Erkennen von Prinzipien, denen man folgen kann, von denen man lernen kann und dann später auch zu wissen, welche dieser Prinzipien kann ich brechen, mit welchen Regeln kann ich brechen und welchen will ich folgen. Andere bekannte Beispiele sind zum Beispiel die Rolling Stones, die weltbekannte Band. Die haben angefangen als Coverband und tatsächlich musste die junge Band von ihrem Manager in London, in West Hampstead, in ein Apartment eingesperrt werden und unter Druck gesetzt, so nach dem Motto, ihr kommt hier erst raus, wenn ihr euer eigenes Zeug schreibt. Hat sehr gut funktioniert. Anderes Beispiel, was noch plakativer ist, Picasso. Wenn wir an Picasso denken, denken wir an seine starken, abstrakten Zeichnungen, an die Werke mit hohem Abstraktionslevel. Aber auch er hat mit ganz klassischen Gemälden, Porträts und anderen Techniken und Bildern, die sehr geläufig sind oder visuell sehr geläufig daherkommen, angefangen und hat daraus später seinen eigenen Stil, ja, kreiert. Das heißt für euch, dass ihr euch ein bisschen Zeit nehmen müsst, diesem Prozess vertrauen und vor allen Dingen die Reise zu genießen. Der kreative Prozess ist kein Instagram-Feed der Perfektion, sondern für mich ist es eine spannende Reise, die hochgradig individuell ist. Ihr müsst ein paar Schritte gehen, manchmal ein paar Schritte zurück zur Seite gehen. Ihr müsst euren Weg finden und das finden, was euch inspiriert. Und das kann von völlig unterschiedlichen Quellen kommen. Das kann aus anderen sinnlichen Eindrücken kommen. Das kann über Farben, Musik, fast synästhetische Erlebnisse kommen. Das kann euch auch von anderen Werken inspiriert werden, wenn ihr eben dahinter schaut, wenn ihr erkennt, welche Dramaturgie, welche Struktur, welche Botschaft liegt dahinter. Und dann könnt ihr das stehlen im Sinne von euch aneignen, euch zu eigen machen. Und das, was dahinter steht, neu verwerten, remixen, samplen, featuren, um eure eigenen kreativen Ergebnisse daraus zu generieren. Und hinter all dem steht natürlich eine goldene Regel. Ihr solltet so stehlen, wie ihr selbst gern bestohlen werden möchtet. Das heißt mit Anerkennung, mit Respekt und mit eigenen transformativen Ideen in dem, was geklaut wird. Ja, ich hoffe, mit diesem kleinen Input, mit dieser kleinen Inspiration zum Wochenende könnt ihr was anfangen. Wir haben uns heute mal dieses Zitat Good Artist Copy, Great Artist Steal genauer angeschaut. Ich hoffe, euch wird ein bisschen klarer, was mit Imitation oder Inspiration gemeint ist. Und ihr könnt das jetzt direkt am Wochenende auf euer Projekt, auf eure Ideen anwenden und hoffentlich zu besseren kreativen Ergebnissen kommen. Wenn ihr jetzt ein bisschen Unterstützung braucht, wenn ihr mehr Inspiration sucht, einen anderen Ideenprozess mal gehen wollt, dann checkt doch mal die kreativen Workshops aus auf unserer Seite sweetspot-studio.com. Schaut rein, wir helfen euch natürlich auch gerade für den Start oder gerade wenn es um unternehmerischen Kontext geht, um Brand Entertainment, um Storytelling, da
geben wir euch das so ein bisschen mit und an die Hand und moderieren das. Und dann können wir vielleicht auch mal gemeinsam etwas stehlen. In diesem Sinne, sweet people, ich habe mich gefreut, dass ihr wieder reingehört habt. Ich wünsche euch jetzt ein zuckersüßes Wochenende. Wenn euch das gefällt, lasst mir gern eine gute Bewertung da oder abonniert diesen Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Und jetzt bleibt mir nicht viel zu sagen, außer am Mittwoch haben wir einen sehr, sehr spannenden Gast, den Autoren Dr. Frank Erzbach. Und ich freue mich, wenn ihr dann wieder mit dabei seid. In diesem Sinne, ich wünsche euch ein süßes Wochenende und wir hören uns auf der anderen Seite. Dieser Podcast wird produziert vom Sweet Spot Studio. Neue Episoden erscheinen jede Woche auf sweetspot-studio.com und überall, wo es Podcasts gibt.